Es ging rein, wenn wir jetzt nicht healthy werden, weiß ich auch nicht. Sport-BH und die Leggings. Das ist ein richtig, richtig schönes Set. Das war jetzt eine Geburt. Wir haben jetzt ganz lange einen Parkplatz gesucht. Und hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute haben wir Friday. Wir gehen heute zum Pietro Lombardi-Konzert, Melina und ich. Beobachtest du dich da gerade? Ja, guck mal, wie schief ich aussehe. Wir sind ja gestern in Köln angekommen. Das habe ich auch für euch gebloggt. Der Vlog ist schon online. Und heute geht es zum Konzert und es gibt News. Das ist ja selbst bezahlt, also wir wurden da nicht jetzt eingeladen zu, so wie es sonst immer war, bei den letzten Konzerten, wie das sonst immer so bei mir war. Aber mein Manager hat mir eben geschrieben, dass es vielleicht eine kleine Möglichkeit gibt, dass wir ein Foto machen können oder Backstage können. Und vielleicht klappt das ja. Wir machen uns jetzt ready und dann fahren wir zum Café Buhr. Ich glaube, wenn man in Köln ist, muss man mal zu Café Buhr. Ich war da auch noch nie. Wir haben das auch in Frankfurt, aber auch da war ich noch nicht. Deswegen mal gucken. Bin gespannt. Meine Augen tun wieder übel weh. Ich habe jetzt auch hier lauter rote Flecken. Keine Ahnung, wo die herkommen. Meine Augen, das ist wieder eine Katastrophe. Weil ich war gestern auch wieder das erste Mal so richtig geschminkt. Deshalb jetzt die Frage, kam das von der Foundation oder ich weiß nicht. Wimpern eher weniger, weil die hatte ich halt nur hinten. Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Tag. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr freut euch und ist ein bisschen spannend für euch, weil ich weiß immer nie, ob ihr das cool findet, wenn ich in einer anderen Stadt bin und da für euch vlogge. So, weil ich zum Beispiel gucke sowas nicht gerne. Guckst du sowas gern? Ab und zu. Also jetzt nicht so regelmäßig, aber ich gucke im Moment YouTube. Weil ich gucke momentan auch kein YouTube, aber bei mir war es früher immer so, dass ich eher so die Alltagsvlogs gerne geguckt habe. Lieber als sowas, wenn die im Urlaub waren und sowas habe ich mir nicht gerne angeguckt. Aber es gibt Leute, die das gerne gucken. So, wir sind jetzt ready. Ich zeig euch mal auf. Check. Auf, checkity, check, check. Okay, also, mein Set ist von Oceans Apart. Mein Hemd ist von Shein. Du hast noch einen Talk für die. Ja, genau. Meine Schuhe sind von Reebok. Ja. Hallo? Autoschlüssel vergessen, also nochmal zurück. Ja, weil ich irgendwie noch im Kopf hatte, dass du den in deiner Tasche hast. Scheiße. Okay, also sind wir zurück im Fahrstuhl. Okay, Melina, du bist dran mit Outfit, check, check, check. Ich weiß gar nicht, woher. Schüsse von rein. Und die Jacke? Oh Gott, warte mal, H&M. Und die Hose? Das weiß ich. Oh, das Oberteil? Das weiß ich auch nicht. Ja, das war unser Outfit, check, check, check. Danke fürs Zusehen, tschüss. Das war jetzt eine Geburt. Wir haben jetzt ganz lange einen Parkplatz gesucht und sind jetzt endlich in einer Tiefgarage gelandet. Ich weiß nicht, habe ich gesagt, dass wir zu Café Buhr wollen? Ja, ne? Ich glaube ja. Oder hast du nur gesagt, essen? Nee, ich glaube zu Café Buhr. Ja, wir haben schon gesehen, da ist alles voll. Deswegen hoffen wir kriegen Platz. Drückt sie Daumen. Wir gehen jetzt los und mal gucken. Ich zeige euch das Essen auf jeden Fall. Ich habe so einen Hunger. Warum freust du dich so? Das Essen war so geil, Leute. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr noch nicht hier wart. Wir haben uns jetzt noch einen... Ich muss gucken, dass die Leute hier nicht filmen. Hier sitzen ein paar viele Menschen. Wir haben uns jetzt noch einen Ginger Shot bestellt. Und Melina nippelt noch an ihrer Cola. Oh, die sind echt heiß. Und dein Make-up setzt sich voll ab. Ja, ich muss mich auch nachher nochmal nachdenken. Machst du komplett ab? Ja. Habe ich auch überlegt. Was wollte ich denn sagen? Richtig geiles Make-up. Ich höre mich schon wieder voll verschnupft an irgendwie. Danke. Danke. Okay, ich muss die Kamera irgendwo hinstellen, wo man dich auch sieht. Pack die hier runter. Das ist schon viel. Das schaffe ich nicht als Shot auf einmal. Das ist doch für müssen. Ich glaube, ich pack das nicht auf einmal. Chin chin. Oh Gott, das ist so scharf. Das andere war mit Orange, glaube ich, ne? Also das andere. Ich habe nichts mehr zu trinken. Das bringt nichts. Das war. Das ging rein. Wenn wir jetzt nicht healthy werden, weiß ich auch nicht. Wir sind jetzt
jetzt wieder im Zimmer. Wir haben eben noch schnell einen Test gemacht. Wir sind natürlich beide negativ. Sehr gut. Und ich habe euch ja erzählt vorhin, dass ich noch einen Orange Support Code für euch habe. Und den wollte ich euch jetzt mal nennen. Der ist nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und zwar mit meinem Code CCYT bekommt ihr 30% auf die gesamte Bestellung ab Mindestbestellwert von 79 Euro und ein gratis Geschenk dazu. Ich trage jetzt dieses beigefarbene Set hier. Das kann ich euch auch in meiner Infobox verlinken. Ich habe jetzt einfach da so ein Hemd drüber geworfen. Und dann kann man das auch super einfach so anziehen. Nicht zum Sport, also draußen einfach. Das ist der Sport-BH und die Leggings. Das ist ein richtig, richtig schönes Set. Das kannst du halt auch zu so ziemlich allem anziehen. Und das kann man halt auch mal anziehen, wenn man irgendwas mit Freunden unternimmt. Jetzt, du bist halt nicht gezwungen, das zum Sport nur anzuziehen. Und das finde ich halt so cool an Ocean Support. Das ist nicht nur eine Sportmarke, sondern halt auch für so alltägliche Dinge einfach. Deswegen, ich finde auch die Jogginganzüge sehr, sehr, sehr cool von denen. Ihr wisst ja, dass ich die liebe. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Wie gesagt, CCYT ist mein Code. Ab 79 Euro kriegt ihr 30% auf die gesamte Bestellung und am Ende eures Einkaufs ein Geschenk dazu. Und das kann dann eine Leggings sein. Ich weiß nicht, Melina, kann ich mal dein iPad, dann können wir mal gucken. Okay, ich zeige euch das jetzt einfach mal und wir gucken mal. Ich weiß nämlich selber gar nicht, was für ein Geschenk man sich da aussuchen kann. Wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen. Das hier ist das Set, was ich gerade trage in beige. Das ist das Bäcker-Set. Das ist halt jetzt die ganz einfache Variante. Wie gesagt, das gibt es halt dann noch mit dem T-Shirt oder mit dem Pulli. Kostet dann halt natürlich auch ein bisschen mehr, aber das ist das, was ich trage. Man kann es halt auch mit was anderem zusammen anziehen. Ich habe ja auch da ein Hemd dazu an. Das mache ich jetzt mal in den Warenkorb. Ich nehme jetzt einfach mal XL, weil alles andere ist jetzt ausverkauft. Aber ich trage in den Hosen, wie gesagt, eine M und in den Sport-BHs auch. So, und dann gebt ihr hier bei Gutscheincode einfach... So. CCYT einlösen. Ich hoffe, der Code zählt jetzt auch schon. So, und dann kam ja jetzt hier gerade die Seite, die habe ich natürlich geschlossen, aber hier wähle ein Geschenk. So, und dann kann man hier zum Beispiel die Soho Pant oder auch den BH. Hier ein pinkes Set, kann man sich was aussuchen. Oder die rosa Leggings. Hier Curvy. Oder hier von Lucky. Richtig, richtig cool. Also ich würde mich jetzt, sage ich euch ehrlich, für die Soho Pant entscheiden. Die habe ich nämlich schon. Und die finde ich mega. Dann drückt ihr auf Bestätigen. Und dann habt ihr jetzt das hier for free. Die würde eigentlich noch 59,99 Euro kosten. Und nee, ich habe zwei Sets drin. Bin ich doof? Wartet. Ich habe mich gerade gewundert. 159 Euro. Eins nur. Was mache ich denn? Also, nehmen wir jetzt einfach mal das Set. Aber ich glaube, es hat jetzt eh schon jeder verstanden, was ich damit jetzt zeigen wollte. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem nochmal. So, sagen wir mal, wir haben diesen BH hier, den wollen wir jetzt zweimal. Dann hätten wir einen Preis von 79,98. So, und dann kann man den Code ja wieder anwenden, einlösen. So, und wie gesagt, dann taucht es auf, dann sucht ihr euch eine Hose aus. Ich habe die Soho Pant, würde ich mir jetzt hier aussuchen. Und dann habe ich statt 79 Euro mit dem Code 23,99 Euro gespart. Bin also nur noch bei 59,89 und habe noch ein kostenloses Geschenk dabei. Und das ist es auch schon. So, unser Plan ist jetzt, Melina fresht sich gerade ab. Ich muss nachher noch meine Haare machen. mit dem Fake Dyson wollte ich die machen. Aber ich will da so lange wie möglich mit warten, weil die halten ja nicht so lange. Das ist das Problem. Ich gucke jetzt gleich erstmal, was ich anziehe, ob das überhaupt was aussieht, das Outfit, was ich in meiner Vorstellung habe. Kennt ihr das? Man denkt so, boah, das würde richtig geil aussehen. Dann habt ihr es an, dann denkt ihr euch so, hä? Das kann nicht mehr, Leute. Es kam gerade eine TikTok-Anfrage rein, ziemlich spontan, dass ich für einen Song ein Bellydance-TikTok machen soll. Und ich kann eigentlich gar kein Bellydance. Ich finde es mega cool. Ich feiere auch das Lied mega. Ihr kennt es bestimmt auch. Aber ich kann eigentlich kein Bellydance, weil ich auch so ein bisschen dickeren Bauch habe. Deswegen habe ich immer das Gefühl, es können nur ganz schmale Menschen. Ich habe es jetzt versucht, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Und jetzt bin ich so außer Puste. Es war jetzt original, so als hätte ich Sport gemacht. Wir sind jetzt ready. Ich mache euch ein Outfit, checkity check, check. Also, der Body ist von Oceans Apart, die Hose ist von Shein und die Schuhe sind von Puma. Und die Tasche ist von New Yorker, die ist auch aktuell.
Hi. Wir gehen jetzt los. Achso, meine Weste ist auch von New York, aber die ist leider nicht aktuell. Und die Ringe hier sind von Primark. Moment. Und die sind aktuell. Die habe ich mich gestern erst gekauft. Stellt's auch scharf. Jetzt seht ihr es. Ja. Das war der Outfit Checkity Check Check. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Let's go. Hallo, wir waren jetzt gerade vor der Praxis Arena. Und es ist so komisch, weil das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich eben zu Berliner gesagt, war ich noch nicht da. Da wurde ich von so vielen Menschen erkannt. Aber da war auch die Videos. Die Leute waren ja wegen uns YouTubern da. Aber es war schon krass. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Weil ich liebe, liebe, liebe Köln und die Videodays waren echt. Das war das krasseste so an Events. Das war krasser als die Glow. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt bei Subway. Ich habe mir was zu essen geholt. Medina ist schlecht, weil die ist aufgeregt. Und ich habe mir eine Cola Zero geholt. Und um 6 ist Einlass, ne? Ja. Wir sitzen jetzt, wir haben uns einen Sitzplatz gesucht. Ich muss schnell sprechen wegen der GEMA, weil hier Musik läuft. Ich bin gespannt. Ich freue mich aufs Konzert und ich blende euch ein bisschen was ein. Ich kann euch nicht viel einblenden wegen der GEMA, also nicht viel, wo ihr was auch hört. Aber ja, ich werde euch nachher zeigen, wie es war. Ich komme auf mein Leben nicht mehr an, was? Ich habe dich gehört! Seid ihr gut drauf, Köln! Oh, okay, was geht ab, Jungs? Ach, 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 wie schön es aussieht. Du, wie heißt du? Wie heißt du? Du mit dem Rosa, ne? Ist es rosa oder bin ich warm? Warte mal. Mach mal kurz die Kamera aus, die ist es rosa? Ja, oder? Ist es rosa? Ja, oder? Wie heißt du? Wie? Chiara. Chiara. Und was ist dein Lieblingstier? Schildkröte. Was ist dein Lieblingstier außer Schildkröte? Hund und Katze, das kriegen wir hin. Sollen wir mal alle zusammen, die coolen, wie viele Menschen hier sind, für dich singen? Ja? Sollen wir das machen? Okay, mach mal was Romantisches. So, Friends, das war's. Das war das Konzert, das war richtig, richtig cool, oder? Ja. Es war auch so alles dabei, es war emotional, es war so eine Partystimmung, so seine Geschichte so ein bisschen, also es war richtig, richtig cool. War sehr, sehr schön. Jetzt machen wir uns nochmal schön. Jetzt machen wir uns nochmal Lip Liner drauf. Weil ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass es vielleicht klappt, das VIP zu sehen. Und zwar über Daniele. Weil Daniele ist ein sehr guter Freund von meinem Manager und der hat ihn ja gefragt, ob er irgendwas Dykes sein kann. Und das habe ich Daniele gerade geschrieben. Und dann habe ich Daniele gerade gefragt, ob er mich über uns bzw. mich vergessen hat. Und er meinte, nein, er wartet selbst noch auf Pietro. Ja, bin mal gespannt. Endlich zurück im Hotel, Leute, und wir sind todesmüde. Und ich habe auch Hunger und so, aber jetzt ist auch schon 1:30, glaube ich, oder so. Und hier ist halt auch nichts in der Nähe.
Auf jeden Fall schminke ich mich jetzt noch ab, dann ziehen wir uns um. Es hat leider nicht geklappt, dass wir ihn treffen konnten, beziehungsweise mit ihm quatschen konnten. Daniela hat sich nicht mehr gemeldet, beziehungsweise er hat sich gemeldet, aber hat dann nichts mehr geschrieben. Und dann wollten wir auch nicht so lange warten. Und ich bin dann auch nicht so, dass ich dann da irgendwie hinterher schreibe, weil das ist mir dann auch zu doof. Wäre cool gewesen, aber ist nicht so schlimm. Das Konzert war mega. Ja, ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüssi.